so gut nicht. Naja. So, einen wunderschönen und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Heute mit einer neuen Vorstellung im September 2019. Und zwar ist der neue Glen Allachy 15 Jahre auf den Markt gekommen. Ja, mit diesem Whisky wurde das Portfolio jetzt erweitert bei Glen Allachy. Wir haben den 10er Fassstärke. Das ist dieser hier. Für mich gehört er in die Core Range, der ist immer da in verschiedenen Batches. Wir haben den 12er, wir haben jetzt den 15er, den 18er und den 25er, genau. Daneben gibt es noch ein paar Single Cask Abfüllung und das war es eigentlich auch schon. Der Glen Allachy wurde 1967 gegründet und Billy Walker hat sich dem angenommen vor 2-3 Jahren. Ich bin der Meinung, 2017, seit 2017 bastelt er auch an diesem hier rum. Denn dieser Whisky reift in First Fill Bourbon Barrels und erhält dann ein Finish, 20-monatiges Finish ungefähr in Oloroso, PX Pancheons und Hogsheads. So, und ich werde mir vorab nochmal einen eingießen hier, damit er kurz ein bisschen ziehen kann, weil ein bisschen was erwarte ich von dieser Abfüllung, muss ich sagen. Für mich ist der 12er bislang der beste in der Core Range gewesen. Die anderen waren einfach von dem, was die geschmacklich geboten haben, einfach zu teuer. Ja, der 18er und der 25er. Das muss ich einfach ganz klar so sagen. Und somit erwarte ich hier ein bisschen mehr. Zuerst habe ich so ein bisschen daran gedacht, oh, den Glendronach 15 Revival, den alten, vielleicht ersetzt er den ein bisschen. Naja, aber hier haben wir sehr viel Bourbonfässer, von daher wird er es nicht ganz schaffen. Aber er hat eine ordentliche Farbe bekommen. Ja, ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 46 Volumenprozente, kostet um die 60 Euro. Ja, und Glen Allachy liegt ja in den Highlands, in der Speyside. Ja, und was Billy Walker so immer angerührt hat früher, das hatte Hand und Fuß. Ne? Ich liebe Glendronach, ich mochte Glenglosso, ich liebte Benriach, wobei ich tatsächlich sagen muss, von Benriach will irgendwie keiner mehr was hören, keiner mehr will was wissen. Das ist so eine Brennerei, da kommen ab und zu so ein paar Single-Cast-Geschichten, aber das schwimmt auch irgendwie so ein bisschen im Subtext da nebenbei mit. Und das war es eigentlich auch, obwohl ich diese ganze Wood-Finish-Serie von Benriach immer sehr geschätzt habe. Ja, seit 2017 hat Glen Allachy auch ordentlich aufgerüstet von 7 Mitarbeitern auf 21 mittlerweile. Die haben ein eigenes Besucherzentrum eröffnet und die Brennerei hat so einige Auszeichnungen mittlerweile bekommen für diverse Abfüllungen. Also wir können gespannt sein, dass da in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen was Feines nachkommt. Schöner, tiefer, bräunlicher, kastanienfarbener Ton. Wundert euch nicht, ich bin heute ein bisschen heiser. Nein, keine Erkältung, nix, keine Ahnung. Vielleicht habe ich zu viel rumgeschrien heute. Ja, und alte Abfüllungen gibt es von Glen Allachy so gut wie gar nicht. Die haben früher oder ursprünglich hauptsächlich nur für die Blendindustrie hergestellt. Single Malt war da nicht viel. Und letztendlich jetzt auch so die ganzen Abfüllungen, die Core Range und so weiter, ist schon sehr Sherry-lastig und auf Sherry ausgerichtet. Gut, dann wollen wir mal gucken, was das nächste sagt. Sherry ist da. Sehr süß, fruchtig. Das erste, was mir hier einfällt, ist Rosine. Und noch eine Rosine. Ja, Gewürze machen sich bereit. Viel Gewürze, viel Rosine, viel Sherry. Ich habe die Nase jetzt ein bisschen schwerer erwartet. Aber insgesamt sehr schön, ausgeglichen, fruchtig, süß,
mit diesem leichten Würzton. Ist jetzt kein Wow-Effekt. Ja, und die Vanille klingt hinten schön mit. Ich muss probieren. Das Lunch. Kriegt man die volle Süße. Ja, schöner steiler Antritt, aber was extrem ist, ist die Würzigkeit auf der Zunge. Mm. Ordentlich, ordentlich. Und auch hier bin ich wieder so ein bisschen bei Rosinen, Datteln, Karamell. Boah, wo ist der würzig? Schöner, voller Körper, voller Antritt. 46 stehen ihm super. Ja, er rifft nicht weniger an. Würzigkeit bleibt. So ein bisschen Sahnetoffee. Zartbitterschokolade jetzt im Nachklang. Schon tierisch süß und würzig. Kommt. Der ist extrem süß. Eieiei. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nach 20 Monaten, dass er so viel kriegt. Gut, die Farbe verrät schon ein bisschen, aber diese Würze, die da mitschwingt, das ist schon ordentlich. Das ist wirklich viel. Alkohol ist perfekt eingebunden, wunderbar. Ganz zarte Holznote, ganz zarte Bitternote jetzt im Nachklang. Und diese Würze und das Holz, das bleibt auf der Zunge. Man hat auch so ein bisschen Assoziation zu Orange, Schokolade, etwas Kaffee. Er ist insgesamt angenehm. Ich finde ihn jetzt nirgendwo störend, aber diese Würzigkeit, die ist schon sehr dominant, muss ich sagen. Was ich an Glen Allachie überhaupt nicht mag, ist tatsächlich das Design. Ich habe jetzt gerade nochmal so drauf geguckt, das erscheint jetzt im Bläulichen. Ich mag den Schriftzug nicht. Und, ja, weiß ich nicht. Das ganze Etikett hier und so, das ist alles so ein bisschen lieblos einfach. Aber gut, ey, hat man bei Springbank auch, ne? Die Verpackung und so weiter. Dafür stimmt der Inhalt meistens. Bei Springbank stimmt der Inhalt in der Regel, ja. Ja, Whisky für Sherry-Fans, die müssen ihn einmal probiert haben. Und da müsst ihr euch euer Urteil bilden. Ich finde ihn einfach gut und ehrlich. Also die Eckdaten, wofür er steht und was Billy Walker eigentlich so macht und von Preis-Leistung für 60 Euro, zwischen 55 und 60, für einen nicht gefärbten Whisky ist das völlig okay. Hm. Verdammt süß. Jetzt mit dem dritten Schluck, er wird immer süffiger, würziger, vollmundiger, schokoladiger. Ist schon cool. Ist schon cool. Macht Spaß. Also für mich war der Core Range der beste der 12er. Ich sage jetzt tatsächlich, er stellt den 12er ein bisschen in Schatten, sind aber auch tatsächlich doch deutlich anders. Aber von meinem Geschmacksempfinden würde ich jetzt aus der Core Range tatsächlich zu diesem hier greifen. Gefällt mir gut. Wunderbar gemacht. Man kriegt tatsächlich was für sein Geld. Kein Whisky, der irgendwie aus der Reihe tanzt, der super sonderbar ist.
aber der einfach bodenständig ist, authentisch. Geht wunderbar. Ich schenke mir gleich nochmal einen ein. Wie gesagt, probiert noch den 12-Jährigen, wenn ihr den nicht habt. Das macht wirklich total viel Spaß, der Whisky. Ja. Ich bin fertig. Das soll es dazu gewesen sein. Ich will ihn jetzt nicht totquatschen. Ich finde, ein Whisky, der sein Geld wert ist, kann man machen. Muss man nicht. Aber wer Sherry mag, wer Glendronach mag, wer Billy Walker Sachen, Geschichten mag, der kann hier getrost zugreifen. Ein tolles Teil. Macht einfach Spaß zu trinken. Kann man auch wunderbaren Whisky-Neuling ins Glas schenken. Der wird ihn wahrscheinlich auch ganz okay finden. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ciao.